Nun, da ich meine China-Serie abgeschlossen habe, wäre es doch schön, die Geschichte von Hongkong etwas näher zu beleuchten. Also werde ich das für ein späteres Video einplanen, nachdem das Rom-Video veröffentlicht ist. Ja, das ist ein guter Plan. Daran ist nichts auszusetzen. 4 to 6 weeks later. Hundreds of thousands of protesters marched in Hong Kong Sunday. They were protesting a bill that would allow suspected criminals in the city to be sent to mainland China for trial. Oh. Oh. Oh nein. Nun, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Komm schon, Pooh. Lass uns ein bisschen Geschichte machen. Abgesehen von seiner Bedeutung als Handelsader, war das Perlflussdelta aufgrund seiner geografischen Lage ein strategischer Jackpot. Die vielen Inseln sind vom Festland isoliert, aber auch vor den Stürmen des Meeres geschützt. Und wenn man ein wenig moralisch bankrott ist, denkt man bei dieser Beschreibung wahrscheinlich als erstes daran, dass sie ideal für Piraterie ist. In den frühen 1800er Jahren befehligte die legendäre Qing Shi von den versteckten Buchten des Perlflussdeltas aus ganze Flotten und einen Verband von über 70.000 Piraten. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht wagte sich ihre fröhliche Räuberbande stromaufwärts, um die berühmte Hafenstadt Canton zu überfallen, bevor sie von der verletzlichen Qing-Dynastie eine allgemeine Begnadigung forderte. Mann, es zahlt sich wirklich aus, eine Piratenkönigin zu sein. Obwohl die Piraterie damit endete, erregte ihre Fähigkeit, sich gegen ein ganzes Imperium zu behaupten, die Aufmerksamkeit ausländischer Seestreitkräfte. Was schlimmer war als die Piraten. In den folgenden Jahrzehnten begann das britische Empire im Perlflussdelta und im Hafen von Canton herumzustochern. Sie betrieben Handel, erkundeten den Ort und entdeckten, wie sehr sie Tee liebten. Im Gegenzug wollten die Qing nichts als reines Silber. Und als den Briten das Silber ausging, um den köstlichen Tee zu bezahlen, griffen sie zu einem klitzekleinen Drogenschmuggel und überschwemmten China mit Opium, um wieder in die schwarzen Zahlen zu kommen. China schlug zurück, Großbritannien schlug härter zurück und einen erfolgreichen Opiumkrieg später erwarb Großbritannien 1842 die felsige Insel Hongkong, um sie als eigene Operationsbasis für den chinesischen Handel und den damit verbundenen herrlichen Tee zu nutzen. Mit einer einheimischen Bevölkerung von nur 7000 Einwohnern war die Insel selbst ziemlich klein, als die Briten sie erwarben, aber es gab keinen Grund, jetzt aufzuhören, wo es ein Imperium zu gewinnen gab. Nach dem Opiumkrieg II, Opioid Boogaloo, trat China die Halbinsel Kowloon auf der anderen Seite der Bucht ab. Großbritannien hatte Zugang zu vielen anderen chinesischen Häfen wie Canton, Fuzhou und Shanghai, aber Hongkong gehörte zu 100% den Briten und sie konnten damit machen, was sie wollten. In einem letzten Versuch, sich einen Weg in das chinesische Reich zu bahnen, nutzte Großbritannien 1898 den Sieg des japanischen Kaiserreichs über China, um die Grenzen Hongkongs durch einen 99-jährigen Pachtvertrag über eine Reihe neuer Gebiete zu erweitern. Für die britischen Verhandlungsführer war das für so gut wie immer. Und das ist die typisch miserable britische koloniale Weitsicht, die wir alle so gut kennen. Aber ungeachtet der unklugen Verhandlungen und des illegalen Drogenschmuggels gab es jetzt eine Stadt zu verwalten. Was passierte nun mit Hongkong? Nun, ein halbes Jahrhundert nach der Übernahme durch die Krone war die Stadt auf fast 400.000 Einwohner angewachsen. Trotz der frühen Versuche, die Briten von ihren chinesischen Untertanen zu trennen, haben sich die Menschen und ihre Kulturen langsam angenähert. Apropos Tee, welcher für die viktorianischen Engländer überall ein wichtiges Thema ist, die Briten nahmen Sahne und Zucker in ihren Tee, während die Chinesen ihn pur tranken, aber mit der Zeit gewöhnten sich die Hongkonger daran, Tee auf beide Arten zu trinken und erfanden sogar eine Art von Milchtee. Und so vermischten sich um 1900 britische und chinesische Einflüsse in allen Bereichen, vom Sport bis zur Architektur, und Hongkong entwickelte sich zu einer glänzenden, harmonierenden kulturellen Mischung. Warum klingt das immer noch so, als würde ich über Tee sprechen? Die geografisch isolierte Lage und die Tatsache, dass Hongkong nicht zu China gehörte, machten es zu einem idealen Reiseziel, wenn man jemals einen Grund hatte, aus China zu fliehen. Nach dem Zusammenbruch der Qing-Dynastie und insbesondere nach dem Bürgerkrieg zwischen der Republik China und der Volksrepublik China unter Mao strömten viele politische Flüchtlinge nach Hongkong. Die kommunistische Revolution zwang schließlich die nationalistische Kuomintang, größtenteils auf die Insel Taiwan zu fliehen, die bis heute von China unabhängig ist. Doch viele dieser demokratisch gesinnten Dissidenten fanden in Hongkong gleichgesinnte Freunde. Obwohl Japan das Gebiet während des Zweiten Weltkriegs besetzte und gründlich geplündert hatte, sammelte Großbritannien die Scherben auf und gab der Stadt nach dem Krieg neues Leben. Zum großen Teil dank des Zustroms von Kuomintang-Mitgliedern.
Die unmittelbare Folge war ein gravierender Wohnungsmangel und eine gefährliche Überbevölkerung. Doch um dem zu begegnen, setzte die Stadt in den folgenden Jahrzehnten vollkommen auf Wolkenkratzer. Die Bautätigkeit war so intensiv, dass die Stadt angeblich alle zwei Jahrzehnte eine brandneue Skyline bekam und noch immer die meisten Wolkenkratzer aller Städte der Welt besitzt. Aus den Gebäuden wurden Tore herausgeschnitten, um Drachen durchzulassen. Und das ist das genialste Designmerkmal, das ich hier gesehen habe. Ehrlich gesagt, keine andere Skyline kann da mithalten. Und das ist keine Meinung, das ist eine Tatsache. Sag Bescheid, wenn deine lahme Stadt Drachentore bekommt. Hongkong diente in seiner frühen Geschichte vor allem als Eingangspforte für den von Großbritannien bevorzugten Warentransport von und nach China. Doch mit dem Ausbruch des Koreakriegs, ein Jahr nach dem Ende der kommunistischen Revolution, kam es zu Problemen. Als Amerika die chinesische Küste blockierte und ein Handelsembargo verhängte, war Hongkongs Status als Exportzentrum im Grunde genommen dahin. Nachdem Bruce Lee Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre in Hollywood asiatische Stereotypen in Frage stellte und die Außenwelt in das neue Hongkong einführte, trugen Schauspieler wie Jackie Chan dazu bei, die Stadt in den 80er und 90er Jahren zu einem legendären Kinozentrum zu machen. Mit dem Filmboom verbreitete sich auch die Faszination für Hongkongs ausgeprägten Neon-Look. Das ist nichts streng Historisches, aber es sieht einfach toll aus. Eine politische Besonderheit im ohnehin schon geopolitisch seltsamen Hongkong war die Stadt Kowloon. Ursprünglich war sie eine Militärfestung der Qing, die sich nach deren Zusammenbruch und der japanischen Besatzung in ein Niemandsland verwandelte. Als eine Welle von Hausbesetzern in die Stadt strömten und die Briten die Arme hochwarfen und sagten, ach was soll's, ihr macht das schon, und es einfach sein ließen. Von da an wurde es schnell zu einer gesetzlosen Kleinstadt und dem am dichtesten besiedelten Stadtgebiet der Geschichte. 50 mal so dicht wie das moderne Manhattan. Lies dich mal über diesen Ort ein, es ist verrückt. Allerdings wurde es 1993 abgerissen, um Platz für einen Park zu schaffen. Haben wir schon die 90er? Und der 99-Jahres-Pachtvertrag wird schon bald überfällig. Um die Jahrhundertwende war Hongkong etwa so groß wie London und verfügte über etwas mehr als die Hälfte seines BIP. Deshalb verhandelte Premierministerin Thatcher 1984 mit Chinas Staatschef Deng Xiaoping die friedliche Rückgabe Hongkongs an China unter der Bedingung, dass das Gebiet 50 Jahre lang autonom bleibt, während es schrittweise in das Festland integriert wird, die sogenannte Ein-China-Zwei-Systeme-Politik. Für 50 Jahre. Also wieder so gut wie für immer. Im Vorfeld der Übergabe im Jahr 1997 verließen fast 1 Million Menschen die Stadt, weil sie befürchteten, dass die Dinge schnell aus dem Ruder laufen würden, wenn Hongkong wieder zu China zurückkehrte. Ab 1997 wuchs Hongkong relativ ruhig in seine neue Rolle als autonomes Gebiet unter China. Im Zuge verschiedener Umgestaltungen, bei denen die königlich-britische Ikonografie entfernt wurde, wurde die Flagge durch diese absolute Schönheit ersetzt, die eine aus Hongkong stammende weiße Orchidee auf einem roten Feld mit den 5 Sternen Chinas auf den Blättern zeigt. Und jetzt komme ich der 20-Jahres-Regel gefährlich nahe, also werde ich mich im nächsten Teil kurz fassen. Aber in den Jahren seit der Machtübergabe sind Chinas Megastädte Peking und Shanghai schnell gewachsen und haben die Wirtschaftskraft von Hongkong überholt. Selbst im Perlflussdelta sind Shenzhen und Guangzhou in den letzten 20 Jahren massiv gewachsen, obwohl ihre wirtschaftliche Bedeutung langsam abnimmt. Hongkong bleibt ein wichtiger Schatz des Multikulturalismus, da es das Beste aus Chinas langem Erbe und Großbritanniens globaler Denkweise repräsentiert. Was soll ich sagen? Ich mag Orte, an denen Kulturen aufeinandertreffen. Verklag mich doch. Und ich mag sie wirklich, wirklich sehr. Und eigentlich möchte ich noch mehr sagen, aber im Interesse der historischen Integrität muss ich mich hier zurückhalten. Hongkong ist eine der beeindruckendsten, innovativsten und einflussreichsten Städte der Geschichte. Sie ist mehr als eine Fußnote des britischen Empire und viel mehr als eine Spielerei in Chinas Hinterhof. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss das 21. Jahrhundert so schnell wie möglich verlassen und mich kopfüber in die Geschichte der Renaissance stürzen. Falls du mich suchst, ich bin in Venedig. Vielen Dank fürs Zuschauen und bitte schau dir die unten verlinkten Quellen an, um mehr darüber zu erfahren, was gerade in Hongkong passiert und was auf dem Spiel steht. Die moderne Welt ist geschäftig, aber von Zeit zu Zeit bekomme ich ein kleines Stechen, wenn ich etwas sehe, von dem ich glaube, dass es sich langfristig als historisch transformativ erweisen wird. Und dies ist absolut eine dieser Geschichten. Unabhängig davon, wenn du die Unterhaltung am Laufen halten willst, klick auf den unten stehenden Link, um unseren offiziellen OSP-Discord-Server beizutreten. Wir sehen uns dort. Bis zum nächsten Mal.